glaube, dass im Endeffekt starke Marken davon ausgezeichnet werden, dass sie dauerhaft relevant sind. Früher hat man sehr viel von Differenzierung gesprochen. Ich würde sagen, die Zeiten sind ein Stück weit vorbei. Also ich kann mich auch tot differenzieren und irgendwo dann eine Nische besetzen. Das wird mir auf Dauer nicht weiterhelfen. Ja, also statt Differenzierung reden wir eigentlich heutzutage mehr von Markenrelevanz. Und die wird dann gebildet aus vier verschiedenen Dimensionen, die wir identifiziert haben. Ja, außerordentliche Kundenorientierung ist einer davon. Rigoroser Pragmatismus, also bin ich als Marke wirklich immer und überall erreichbar für den Kunden. Dann gibt es auch die außerordentliche Kreativität. Da sind dann auch so Dinge drin wie, biete ich einen übergeordneten Zweck? Also es ist nicht nur alles schnöder Marmon oder das reine Produkt, sondern kann ich als Kunde auch mich mit dieser Marke identifizieren? Und viertens, natürlich, heutzutage kommen wir da ohne nicht mehr klar, Innovation. Ja, also bin ich wirklich dabei, mich immer weiterzuentwickeln, auch mich den Kundenbedürfnissen anzupassen? Das ist das vierte Element. Der erste Schritt ist sicherlich, den Status quo zu ermitteln. Also ich muss erstmal rausfinden, welche Hebel sind denn wirklich wichtig für mich. Sowas wie eine Customer Experience, angefangen mit einem Customer Experience Map, könnte durchaus weiterhelfen. Weil dann weiß ich wirklich, mit welchen Touchpoints bin ich oder über welche Touchpoints bin ich mit dem Kunden in Kontakt und wo kann ich wirklich noch was ändern. Ja. Also wir sehen das auch oft bei traditionellen deutschen Unternehmen, gerade das Thema digitale Touchpoints, man macht es oft einfach, um was abzuhaken. Die Frage ist natürlich, sind es wirklich die richtigen und die, die der Kunde auch benötigt? Also dieses Status Quo Assessment ist wirklich der allererste Schritt und danach können wir gemeinsam genauer definieren, was wirklich danach eigentlich passieren sollte.